Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaft Simulator 2019. Ja, ihr seht, neuer Spielstand, neues Glück. Ja, nicht so ganz. Denn es gibt eine neue Karte, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Ich habe sie selber noch kein einziges Mal gestartet. Wie jedes Mal, wie damals beim LS17. Und da werden wir mal einen Blick drauf werfen. So, es ist nicht Gravenport, es ist auch nicht Felsbrunnen, es ist auch nicht die Merkel-Bauernhofe, es ist Mühlenkreis Mittelland. Diese Karte präsentiert die dekorative Landschaft des Mühlenkreises mit ihrem nostalgischen Touch, idyllischen eingebunden in einem ganzen einzigartigen Landschaftsbild. Super. Heute haben wir mal. Ist ja eigentlich scheißegal, was für eine Friese, genau. So, ich nehme alle Mods raus und starte das Ding einfach mal so, wie es denn von der Community oder von den Moddern dann erstellt wurde, genau. So. Gucken wir mal, was das so wird. Ja, erste Map-Vorstellung im LS19. Ich bin gespannt. Sonst gab es ja immer viele Karten, die es schon im LS17 gab. Teilweise überarbeitet und so weiter und so fort. Finde ich auch gut soweit. Ich muss sagen, die Mercury Farm, die ich aktuell spiele, super. Macht mir sehr viel Spaß. Aber, ja, warum nicht? Erstmal gucken, wir dazu. So. Ja, Ladesachen sind natürlich immer so eine Sache dabei. Derzeit kann ich mal viel erzählen hier, ne? Ist auch immer schön. Wetter haben wir auch, ne? Also, ja. Läuft, ne? Mein Gott, die ist aber echt lahm, die Karte. Vielleicht hätte ich sie doch einmal starten sollen, damit es vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Aber irgendwie sind da auch die Ladezahlen so ein bisschen, oder die Ladeläufe so ein bisschen unterschiedlich voneinander. Aber gut, was soll man machen? So ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Das ist halt so vom Spiel designt. Ah, so, jetzt macht er aber langsam hier mal ein bisschen Kette. Vielleicht ist es auch, wenn man das erste Mal die Karte startet, dass es ein bisschen länger dauert. Ich habe im Farm-Modus gestartet, ganz wichtig. So, dann sind wir auch drin. Und hier sind wir. Jo, das geklickert lassen wir mal weg. Ja, sehr schön hier. Auch guten Tag, der Herr. Oh, kurze Hosewetter. Ist schon soweit. Hallo, Schätzchen. Das ist eine Frau? Ja. Ja, scheiße. So, ja, erstmal, das gefällt mir hier, muss ich sagen. Schön, mit Mülltonnen, allen drum und dran. Auch die Häuser sehen ganz nett auf. Hier gerade da so ein bisschen so dunkle Flecken, dass die Texturen nicht so einheitlich sind. Oder hier auch, mag ich sehr, auch hier der Garten. Sehr schön, sehr schön. Macht mir sehr viel Spaß. So, gucken wir uns mal die Karte an. Also das Ganze ist hier, ich hoffe, man sieht es, Hof 1 gekennzeichnet. Das sieht natürlich sehr groß aus von der ganzen Fläche, die hier steht. Und das ist cool, das hat was. Das hat richtig was. Finde ich cool, sowas. Ja, aber natürlich, wir gehen mal in den Baumodus rein, ob hier irgendwelche Silos oder ähnliches vom mittleres Fahrsilo. Das ist nicht von mir. Und Getreidesilo, das ist auch nicht von mir. Das ist von dem, ach, steht auch Mühlenkreis Mittelland dabei, okay. Da habe ich jetzt nämlich von der Mercury Farm gelesen oder gesehen, dass man davon auf jeden Fall, dass man das erstmal alles so durchgehen sollte. Ja, haben auch Schweinestall, Kuhstall und so weiter und so fort. Wobei sich das jetzt nicht so wirklich. Kuhweide sieht auf jeden Fall anders aus. Die sieht, ja, ist ein bisschen was anderes dabei. Ich weiß gar nicht, was hier so ist. Eine Werkstatt. Oh, das ist nicht schlecht, die Werkstatt. Die finde ich jetzt schon mal gut, weil die ist einfach nur, einfach so ein Strich. Das ist ein ziemlich guter Mod. Den finde ich, den sollte man. Den sollte man sich warm halten, muss man auch mal sagen. So, Dekoration, vielleicht ist hier noch was dabei. Eine Hofscheune, auch nicht schlecht. Farmhaus gibt es auch, kostet genau das gleiche wie die andere. Aber das verstehe ich nicht, warum sind das 95 Slots, die kostet. Das ist echt viel, also haut richtig rein. Hier ist noch ein Unterstand, minus 2, das ist in Ordnung, ein guter Wert. Was hat denn hier das Silo gekostet, das wäre auch nochmal interessant. Minus 7 und minus 3, das ist echt gut, wie ich finde. Was hat das normale? Minus 3, ja gut, das ist in Ordnung, damit kann man leben. Genau. So, eine wichtige Sache natürlich, die immer interessant ist im LS 19, was so ein Ding kostet. 94.000 Euro für den Hof und ich glaube, da war nichts dabei. Ne? Das ist nur der Hof, hier so ein bisschen Grünfläche drumherum, das ist in Ordnung. 61.000 für die Fläche, 9 kostet 100.000 auch. Ist in Ordnung, kann man machen, kann man mitleben. Oh, das ist ein fettes Feld. Boah, 700.000 Euro. 400.000, das ist ein richtig großes Feld. Naja, so, wir gucken mal. Was wir denn auf dieser Karte erleben können, wie gesagt, das sind mal Momentaufnahmen etc. Ich fahre heute mal den Pickup-Truck, warum nicht? Den mieten wir uns einfach, ist ja vollkommen egal. Einfach nur zum Testen, damit man das einmal so hat. Also, wir sind hier beim Hof quasi direkt daneben gestartet, wo der Verkaufspunkt ist. Oder mehr gesagt, der Shop ist, auch sehr nett. Alles so sehr, sehr durchwachsen. Hier mit dem 40-Tonner raus. Ist ein bisschen eng. Muss ja ein bisschen aufpassen. Die Frage, kann man dieses Schild, was da ist, also das kann man das umfahren oder nicht? Also, ob ich jetzt irgendwann im Rücken. Man kann durchfahren. Das ist schon mal. Bin ich persönlich gar nicht so schlecht. Ich fahre lieber durch Sachen durch, auch wenn es nicht realistisch ist. Aber wenn die über die Schilder mal rumliegen. Die Frage ist, kann ich das Schild zum Beispiel platt machen?
Da kann man auch durchfahren. Das ist Geschmackssache. Schön finde ich bei dem Bahnübergang, dass der eben ist. Was da eben beistand, der Zug selber, der ist nur Deko. Hier fährt wohl ein Zug lang, aber mehr auch nicht. So, die Frage ist, was für einen Verkehr haben wir denn hier? Da hinten fährt ein Auto, sieht aus wie Rechtsverkehr. Auch das finde ich schon mal sehr gut. Das ist der Zug außerdem, den man nicht steuern kann. Der ist nur zu ziert. Der fährt auch einfach nur gerade durch die Strecke wodurch. Genau. So, hier rechts ist jetzt unser Hof, den wir dann hätten geben können. Hille. Ja, auch nicht schlecht. Willkommen in Hille. Hier ist der schön der Lettli. Also, vielleicht eine Anekdote an irgendeinen großen Discounter. Aber wir wollen mal keine Werbung machen. Und, ah, hier geht's rein. Okay, oh, das ist natürlich eine Einfahrt. Da kann man schnell noch vorbeifahren. Also, wenn der DHL-Mann kommt und ihr irgendwas bei einem großen Versandhändler bestellt habt, dann könnte das mal daneben sein. So, auf jeden Fall ist das hier eine riesige Fläche. Ich zeige euch das nochmal, wenn man hier so lang fährt. Also, das ist wirklich sehr viel Platz. Es ist alles schön eben, was ich sehr gut finde. Man hat hier noch diese kleine Grasfläche, die in Ordnung ist. Die hier. Das reicht zum. Boah, hier kann man auf jeden Fall ein paar Schweine mit durchziehen. Oder ein paar Schafe. Richtig, komm mal durch. Oh, das ist gut. Das gefällt. Auch das finde ich gut. Macht sehr viel Spaß, sowas. So, fahren wir mal zum ersten Verkaufspunkt, indem wir hier wieder auf die Straße fahren. Das Schild fährt man auch durch. Ja. Finde ich auch in Ordnung. Finde ich. Weil dann sieht das halt, wenn man da mal dran hängen bleibt, dann fliegen nicht über die Schilder rum. Ja. Also hier ist auf jeden Fall ein Trecker mit Zwillingsbereifung. Sollte man sich überlegen. Bringt ja gar nichts. So. Wir verlassen Hille und sind hier quasi. Fährt man aber schnell nach vorbei. Es sind wirklich sehr kleine Einfahrten. Aber für einen Trecker reicht's locker. Also mal ganz ehrlich, hier kommt er auch gut rein mit dem. Ja, hier mit dem 40-Tonner. Ja, das geht alles. Also. Ist ja auch doof, wenn es alles so leicht ist, ne? Schön breite Verkaufspunkte hier, das sieht sehr gut aus. Mag ich. Aha. Sand alles. Hier auch nochmal so ein Punkt. Eine Waage oder was? Ist das eine Waage? Das ist gerade gar nicht. Ich sehe keinen Punkt dabei. Naja, auf jeden Fall sieht das schon mal sehr gut aus. Ne? Kann man mal machen. So, wieder weitergefahren hier. Wir müssen gerade einmal auf die Karte gucken, was wir denn hier so haben. Sägewerk. Sägewerk ist natürlich auch ganz interessant, wo man immer hinfahren könnte. Wo bemerkt. Also es sieht sehr schön aus hier. Gerade jetzt hier das mit den Bäumen links und rechts, mit den Gebüschen. Sehr detailliert, sehr, sehr vollgeproppt das Ganze. Ich vergleiche das natürlich immer wieder gerne mit dem. Oh, da kommt das Schiff. Fährt das sogar? Sehr cool. Ja, es fährt. Das ist ziemlich geil. Sehr schön gemacht. Fällt mir sehr schön. Ich bin immer noch so ein bisschen, gerade bei der Mod-Vorstellung, jetzt natürlich ein bisschen auf dem LS17 hängen geblieben. Und da gab es, grafisch mäßig hat sich natürlich was getan. Ne? Ist jetzt hier kein, das wird hier niemals ein Spiel werden, was als Vorzeigespiel dient für irgendwelche Grafikmonster. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. So. Auch sehr schön ist gerade, dass das 1:2 für Heidenheim gefallen ist. Ach, ist das schön. So. Weiter geht's. Also hier ist das Sägewerk, ja, okay. Kann man die Tür wohl zumachen? Das ist die Frage. Oder muss man einem das dafür gehören? Auch das ist interessant. Fahrzeug einsteigen? Nee, sieht nicht danach aus. Ist auch nicht schlimm, aber. Ja, hier ist auf jeden Fall Platz. Kann man langfahren. Also zum Entladen und so weiter sieht das alles ganz gut aus. Hier könnte man, na, mit dem Truck glaube ich nicht durchkommen. Das wird ein bisschen eng. Aber ansonsten sieht das sehr, sehr nett aus. Cool, gefällt mir. Gefällt mir sehr. Sehr detaillierte Karte. Und das finde ich immer das Schöne dann dabei. Denn meine Meinung hier, das ist natürlich alles jetzt erstmal für den ersten Blick, ob das alles so funktioniert, ob ein Helfer funktioniert und so weiter und so fort, das kann ich euch natürlich aktuell definitiv nicht sagen. Na, das muss man auch bedenken. Auch hier die Felder, das sind gut, sind von der Größe her gut, finde ich. Keins. Viele kleine Felder dabei, wenn man starten möchte, etc. Und auch viele große Felder dabei, wenn man mal richtig durchstarten möchte. Hier ist jetzt irgendwo ein Verkaufspunkt dahinter. Wie kommt man denn da rein? Hier diese Stichstraßen, die sind vielleicht ein bisschen. Da wünscht man sich vielleicht mal ein Schild. Hier so ein kleines Schild, wo man drin steht, hier geht's zum Verkaufspunkt XY als Beispiel. Saatgut West AG oder so, was da steht. Das ist hier sehr eng. Ja, das ist wirklich sehr, sehr eng. Also hier mit einem richtig fetten Trecker, oh, da muss man schon ein bisschen kämpfen. Aber ganz ehrlich, der Landwirt von heute, der ist natürlich flexibel und der kann das natürlich locker. Hier lang, ja, das ist also. Wenn er ein richtig fettes Gespann hat, dann viel Spaß. Oh, aber richtig viel Spaß. Aber ich find's cool, ich find's herausfordernd und das, finde ich, macht Spaß. Dann müssen wir hier links wieder raus. Also, ja. Also hier will ich auch nicht wohnen, hinter so einer Lagerhalle da, ey. Auch nicht so schön. Guck mal hier, da parkt er ganz dekadent seinen Wagen hier. Was haben wir hier? Welches Fabrikat ist das angelehnt? Ja, ich würde mal sagen, aus einem
bayerischen Automobilwerk vielleicht geklaut. Aus einem chinesischen bayerischen Automobilwerk. Genau. Ja, sehr nett das Ganze. Wir fahren nochmal hier. Upsala. Ich weiß, das macht man jetzt hier nicht, aber ich fahre einfach mal so quer über diesen Acker rüber, damit man da auch mal so eine kleine, so einen Eindruck von hat, wie das dann so auszusehen hat. Oder aussehen kann, wo bemerkt. Leichte Hügel hier drin. Und das finde ich cool, dass man so leichte Hügel hat, die aber nicht die, die Leistung der Maschine stark beeinflusst. Weil das finde ich immer total nervig, wenn ich da so einen Hügel habe, weil Felsbrunnenkarte. Ich konnte sie leider nicht mehr sehen, muss ich ehrlich gestehen. Und ich glaube auch nicht, dass ich sie so schnell wieder spielen werde, weil es einfach von den Hügeln her viel zu extrem ist. Und ich brauche einen 500 PS-Trecker, dass ich, wenn ich ein 300 PS-Gerät den Berg hochziehen möchte. Und das nervt mich einfach. Und ja, das ist dann echt schade. Mal gucken, kann man hier durch den Bach durchfahren? Das ist auch sehr interessant. Vielleicht kann man es, vielleicht nicht. Aber das funktioniert sogar. Ist ja auch mal, ganz ehrlich, ich kenne euch doch. Ne? Und ich kenne mich. Also man ist natürlich immer faul. Ne? Irgendwann passiert sowas. Man will es vielleicht ausprobieren. Es ist hier reine Neugier. Auch hier sind diese Feldwege, finde ich mal super. Finde ich momentan auf der Mercury Farm auch sehr gut. Fahren wir hier ganz schnell vor dem Roten hin und her. Hier ist nur 50, aber ganz ehrlich. Das sehen die hier nicht so eng. Vögel haut schnell ab. Genau. Tolle Sache. Richtig tolle Sache. So, auch wieder ein Verkaufsmann. Das ist der Hasen, genau. Auch interessant. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Sehr schön hier der Kran und so. Toll animiert. Oder toll gemalt. Gemalt, sagt man das so, ja. Gemacht. So. Sehr schön. Da kommt das Schiff angefahren. Auch hier der, den Cut finde ich gar nicht schlecht mit der ja, wie so ein Wall und dann dahinter das offene Meer oder die Bucht, ich weiß es nicht. Schön gemacht, finde ich sehr nett. Also vom Detailgrad finde ich das sehr gut. Wie gesagt, ob der Helfer funktioniert oder nicht, das kann ich nicht sagen. Also aktuell nicht, weil ich einfach... Dafür muss man aber auch viele Stunden auf der Karte verbringen, finde ich zumindest. Sonst macht das keinen Sinn, weil Stärken und Schwächen einer Karte merkt man erst später, finde ich zumindest. Aber auf jeden Fall schick. Also von der reinen Optik her gefällt mir die Karte sehr, sehr gut. Wobei, wie gesagt, nochmal gesagt, ich bin da noch ein bisschen LS17 geschädigt. Und da merkt man natürlich jetzt ein bisschen den Grafikpunch. Genau, jetzt fahren wir mal schnell zum Molkroy. Man will ja auch wissen, wo man seine Kühe hinwerft. Boah, guck mal hier rechts, das Feld. Seht ihr das? Boah, das ist groß. Wir gucken gleich mal hier, ob wir hier noch irgendwo einen kurzen Stop einlegen können, dass wir da einmal kurz schauen können. Hier ist doch perfekt. Ah, super, können wir da drauf fahren. Also das ist ein Riesenfeld. Wow, hier auch dieser leichte Hügel da drin, finde ich super persönlich. Weil das ist authentisch, das ist super und das ist nicht übertrieben. Ja? Weil, ja klar, gibt es Leute, die dann irgendwie am Hang irgendwas anbauen und so weiter und so fort. Aber, ganz ehrlich, die meisten versuchen doch da irgendwie eine möglichst gerade Fläche zu bekommen. Oder bin ich jetzt ein ganz schlechter Landwirt? Also klar, wenn das nicht geht, ne, man buddelt ja auch keinen Landwirt einen Berg weg, nur damit er da seinen Mais anbauen kann. Aber, finde ich irgendwie schon schöner dann dabei. Also das ist schon echt ganz schön steil auf manchen Karten. Hier ist der Hof Nummer 2 auch sehr nett, gerade wenn er im Multiplayer spielt. Ich habe jetzt eben Hof Nummer 3 gibt es auch links, ne? Feld 36 und Feld 33 dazwischen. Habe ich eben ganz vergessen. O4 sieht unten nach der Kalkstation aus. Da fahren wir gleich auch nochmal schnell hin. Wir gucken mal gerade hier bei der Molkerei, ob wir hier noch irgendwas haben, aber das sieht auf jeden Fall ganz toll aus. Also auch hier ist wieder ein großes Tor, ne? Kann man sich ein bisschen orientieren, wo man dann verkaufen möchte, wo man anfangen möchte dann nachher. Ist die, ja genau, die Molkerei dabei. Schön gemacht. Schick, schick, schick. Oder ist die Molkerei links? Ne, die ist rechts, Entschuldigung. Hier ist die Kalkstation jetzt. Da habe ich mich leicht vertan gerade. Hier ist die Molkerei. Sieht man ja auch am Pförtner hier, hätte ich ja direkt gesagt. Aha, ihr könnt auch Milch verkaufen. Schauen wir mal rum, was hier so ist. North Fallen Coil Ulga. So, cool. Kommen wir hier durch. Wir sind ein moderner Landwirt, ne? Gibt es eigentlich Trecker mit Einparkhilfe? Weiß nicht, gibt es sowas? Wäre vielleicht ganz witzig. Da vorne konnte man die Milch verkaufen. Hier ist der Hof Nummer 2. Auch kein schlechter Starterhof, ganz ehrlich, wenn ihr hier starten solltet. Gut. Wirklich gut. Guck, schafft man das vor dem Wagen hier? Ich fahre noch ein bisschen weiter rechts, weil ich liebe die Gefahr. Ist mein zweiter Vorname. Oh! Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sehr schön. Ja, muss auch mal sein, ne? Aber ab und zu hat man mal Glück im Leben. Das hätte aber gerade fast richtig gescheppert. Also auch, ja, hier kann man natürlich den Pickup echt nutzen, wenn man schnell von A nach B muss. Das geht ja wirklich gut. Oh, hier, oh, kann man sogar fast Highspeed knallen. Coole Sache, genau. Hier ist das Düngezeug.
Auf der Karte stand was drauf, dass wenn man im normalen Modus beginnt, dass die, dass man da irgendwelche Gebäude hat. Das steht aber in der Beschreibung, wenn ihr die Karte runterladet. Da einfach mal gucken. Da steht dabei, dass euch die Gebäude gehören und dass ihr die dann auch verkaufen könnt. Das ist natürlich auch sehr lustig. So. Okay, da kommt wieder der Zug angefahren, den man, wie gesagt, nicht steuern kann angeblich. Zumindest laut Informationen dazu. Hey, ist so ein Zuglager dabei. Das ist echt interessant. Also bin ich mir echt gespannt, ob man... konnte man nicht hier den... Ich habe mich mit dem Zug im LS19 überhaupt noch nicht beschäftigt. Auf den Zug wechseln aus. Mal gucken, ob das hier... Ich kann den Zug nicht anwählen. Okay, ist ja nicht schlimm. Also dann passt das ja auch mit dem, was da steht. Muss man ja auch. Hier ist die BGA oder... Ach, hier sind Berge, Entschuldigung. BGA ist hier rechts gewesen. Und dann können wir gleich runter noch zur Kalkstation. Dann haben wir auch eigentlich alle... Ach, schöne BGA, sieht gut aus. Sehe ich zumindest. Mhm. BGA habe ich mir auch noch nicht groß mit beschäftigt im LS19. Also, man hat noch genug Projekte. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt, dass man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Mangelware hat an Projekten und so weiter und so fort. Aber gefällt mir hier gut. Okay. Oh, das ist natürlich ein ganz kleiner Zufall zu BGA. Ne? Also hiermit. Man muss ja auch bedenken, dass man meistens zu BGA richtig Material bringt. Also da aufpassen, aber sieht schön aus. Mhm. Schöne Sache. Ja, gefällt mir sehr. Kann man nicht anders sagen. Coole Sache auch hier zum Beispiel, dass da mal so ein Besen steht oder sowas. Ne? Hier sowas, das finde ich halt sehr, ja, das ist halt irgendwie realistisch, ne? Haben gerade Feierabend gemacht, haben keinen Bock mehr. Denken sich, ach, Chef, der merkt das doch gar nicht mehr, weg werden. Und dann, ja, dann stehen die Besen da so. Genau. So, jetzt nochmal einmal runter zur Getreidebühle. Dazu fahre ich einmal nochmal hier querbeet. Also ich fahre querbeet aus dem Grund, eben bin ich einmal über die Straße gefahren. Das sieht auch alles sehr schön aus. Das ist eine gerade Straße. Man kann auch mal... Weiß ich nicht, aufs Handy schauen, ne, was man heutzutage so macht, ne, ein Pokémon jagen oder ich weiß es nicht. Und da muss man ja auch dran denken, dass die Leute das heutzutage machen, damit man die Grundbedürfnisse deckt. Also Handy gucken gehört ja auch dazu heutzutage. Und finde ich gut. Manchmal auch so Schlangenlinie finde ich auch cool, aber das hat was. Das hat was. So, das ist noch eine Kalkstation. Also es gibt insgesamt zwei. Finde ich auch nicht schlecht, weil das sind weite Wege. Ne? Stell dir mal vor, hier mit so einem 40, 50 km/h Trecker. Das ist ein langer Weg, ein richtig langer Weg. Hier ist der Hofnummer. Kannst jetzt nicht ganz sehen, aber das müsste ja. Ne, Hofnummer 4 ist unten links auch noch. Also haben wir insgesamt 1. Das sind 2. Da oben 3, 4. Da müsste das ja hier 5 sein. Das passt jetzt schon mal sehr gut. Auch ein sehr großer Hof. Finde ich auch cool, dass der eine Ecke ist, weil, wenn ihr dann zum Beispiel hier, wo ich jetzt bin, Gebäude setzt, dann habt ihr diesen Cut zur Karte nicht so ganz. Dann fällt das gar nicht so auf. Wobei das eigentlich ganz schick ist. Also, es hat was. Ihr könnt zum Beispiel Baseball spielen. Auch schick. Das ist ein Tanke, ne? Ja. Ist auch sehr gut, wenn der Hof und die Tanke direkt nebeneinander sind, finde ich zumindest. Weil, dann spart euch die Tankstelle. Muss ja auch mal positive Sachen haben. Und hier das Feld 54, wobei ich glaube ich den Hof hier unten nicht so gut. Ich mag lieber zentrale Punkte, ne? Da bin ich natürlich wieder faul. Aber hier auch direkt die Saatgutmaschinen da und so weiter, also dass man die auffüllen kann. Überall Punkte, das stand auch in der Map-Beschreibung, finde ich persönlich gar nicht so ganz verkehrt. Man muss natürlich bedenken hier, wenn ich hier das sehe, also das ist ja hier so gesät. Ne? In die Richtung. Und hier ist ja direkt der Baum. Also es ist nicht helferfreundlich. Das möchte ich dazu sagen. Dann müsst ihr so fahren. Dieses Feld ist eh nicht sehr helferfreundlich, weil es so geschwungen ist. Aber nur mal so zur Info. Also so, was einem da jetzt so beim ersten Blick auffällt. Es gibt manche Felder, die sehen sehr helferfreundlich aus. Aber ja, meistens, guck mal, hier zum Beispiel, hier würde ich direkt eine Schnase durchziehen und das alles verbinden. Ne? Man kann es verbinden. Geh mal weg, du blöder Baum. Man kann es hier verbinden, ohne dass man die bestehende Infrastruktur kaputt macht. Manchmal ist hier so ein kleiner Weg dazwischen und so weiter und so fort. Das geht sehr gut, nicht sehr. Ja. Also damit das Bild der Karte bestehen bleibt. Da hatte ich bei meinem Felderweiterungsweg, das ist natürlich immer so die Frage, was für, guck mal hier wieder, ein bestimmtes Schiff hier angefahren. Gerade nicht. Ja, das Ende sieht nicht so schön aus, ne? Da endet der Bach im, im Baum. Meistens passiert das in der Natur nicht so. Also, ich bin jetzt aber auch kein Bach und kein Baumexperte. Aber trotzdem nicht schlecht. So, jetzt fahren wir nochmal schnell zu Hof Nummer 4. Dazu kühlt sich hier wieder ein bisschen ab, damit sich das nicht ganz so lange. Aber auch das hier, gerade Strecke und dann wieder hier so ein bisschen geschwollen. Ne? Das ist eine echt tolle Karte, wirklich. Also hiermit, wenn man dicke LKWs hat und viel von A nach B fährt, da kann man natürlich was reißen. Ne? Wenn man hier echt aufpassen muss, nicht zu schnell reinfahren. Nicht, dass hier auf einmal der moderne Landwirt im Graben liegt. Dann ist aber wieder nicht so gut. So, wie kommt man denn jetzt zu diesem Hof? Denn das würde mich mal interessieren. Hier ist ein kleiner Graben. Ja, boah, schau mal, ne? Kann gar nichts mit kaputt gehen hier. Oh, die Windmühle läuft auch. Sehr gut.
Strom oder so ein Quatsch. Ah, hier ist der Zubringer dann dazu und hier, okay, zwei Wege dann dazu. Auch schöne große Fläche am Ende der Karte. Vorteil ist, wie gesagt, wenn ich das volle Hallen, wenn ich das hier jetzt volle Hallen setze, hier von da nach da, dann sieht man den Cut der Karte gar nicht so schick. Wirklich eine volle Karte, muss ich sagen. Also die, da haben die Leute sich etwas bei gedacht. Jetzt fahren wir gerade noch einmal da vorne hin. In die Mitte sehe ich ein kleines Waldgebiet. Was da denn so ist, das wäre auch nochmal ganz interessant. Und weil der ein oder andere, der ist natürlich in der Forstwirtschaft gerne zu Hause. Ich persönlich nicht so, ich bin da kein Fan von, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich mache zum Beispiel auch die Trophy mit den 25 Bäumen, da stelle ich mir irgendwo hin und mache, dann habe ich die. Also weil, ach, weiß ich nicht, ist nicht so meine Welt. Aber ich spiele auch den Landwirtschaftssimulator, nicht den Forstsimulator. So, hier ist definitiv ein... Oh, und das ist ja cool mit dem... Ah, das ist ein bisschen grafisch ein bisschen schlecht. Seht ihr da die Umrandung von dem Auto? Das sieht echt komisch aus, als ob unser Auto irgendwie so ein Aquaman verwandt wäre. Aber das ist toll gemacht hier. Das ist richtig toll. Also ein ganz tolles Sumpfgebiet, will ich jetzt mal sagen. Natürlich klar, dass Tandem im Sumpfgebiet wachsen. Aber ich bin ja auch kein... Was weiß ich was. Oh. Jetzt da hinten kommt der Dings. Da fahren wir lieber nicht durch. Da könnte es Insel sein, ne? Aber ist schön, auf jeden Fall gibt es ja auch ein bisschen, also das finde ich cool hier unten, wenn man hier so, oder? Wenn man, na komm schon. Hier jetzt versucht zu, na wie heißt es denn, Holz zu hacken, ne? Ist das echt cool, hat was. Sehr, sehr schick. Ganz toll, ganz, ganz toll. Großes Tennis, kann man nicht anders sagen. Coole Sache, also macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Finde ich toll, ja. Eine tolle Karte. Wir gehen jetzt mal gerade einmal... Ach, jetzt habe ich automatisches Speichern auch noch an. Ey. Nein, nein, nein. Das ist immer der größte Fail, den man haben kann. Jetzt vor allem, jetzt hat er das gespeichert. Die ist, ja, nicht so gut. Also, wie findet ihr die Karte? Ihr geht hier rein, drückt das rein und müsst immer hier die neuesten Karten suchen. Die neuesten Mods, ganz wichtig. Ne? Also mit L2. Sonst werden immer nur... Oh, und dann seht ihr die dann auch. Und hier ist die Mühlenkreis im Mittelland. Ich lese nochmal vor. Benötigte Mods. Leimbinder Maschinenhalle. Ne? Die lädt dann automatisch mit runter. Das ist ziemlich cool. Saatgutdünger und... Herbizide, so, können an verschiedenen Orten auf dieser Karte gekauft werden. Denken Sie daran, dass Sie die Abdeckung Ihres Gerätes öffnen, um einkaufen zu können. Ganz wichtig. Die platzierbaren Gebäude, die auf der Karte installiert sind, gehören Ihnen ganz am Anfang. Ah, okay. Dies hat den Vorteil, dass sie alle verkauft werden können. So können Sie die Höfe später Höfe so spielen, wie sie sind, oder sie nach Ihren Wünschen gestalten. Der Zug dient nur zur Dekoration und hat keine Funktionalitäten. Also dementsprechend, wenn ihr das dann im normalen Modus startet, wird da, denke ich mal, was voll sein. Ja, Mühlkreis Mittelland. Ich denke, keine schlechte Karte. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ist viel Liebe zum Detail drin. Schöne Karten. Durchaus durchdacht. Manchmal muss man gucken, dass es helferfreundlich bleibt. Aber ich finde es auch in Ordnung. Weil wenn einfach nur eine Karte und jedes Feld wird hundertprozentig vom Helfer geerntet. Ganz ehrlich, worüber könnten wir uns denn dann aufregen? Stellt euch mal vor, das Spiel wäre perfekt. Könnte keiner meckern. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Nein, das ist also meckern auf hohem Niveau. Und das muss dann auch nicht sein. Und das passt dann auch schon mal so ganz gut. Genau. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, diese Map-Vorstellung. Und ich persönlich finde diese Karte, als es ist Version 1.0.0 oben rechts in der Ecke, also 1.0.0.0 sogar, dementsprechend gibt der Karte, wenn ihr Fehler findet, etwas Zeit. Das kann durchaus was werden. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf anderen Karten gucken, Mercury Farm 1.0.0.2, also da gab es schon ein Update für New Woodshire, ist auch 1.0. Was haben wir hier? Oldstream Farm, soll auch sehr schön sein, habe ich jetzt gehört. Das ist, glaube ich, hier jetzt schon, guck mal, 1.0.2.0 sogar. Gab es viele Updates für dabei. Hier seht ihr auch immer das Changelog, was dann so passiert auf den Karten und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich interessant. Busy Mountains, guck mal, hier kam sogar nochmal was dazu und so weiter und so fort. Also, dementsprechend gebt ihm einfach ein bisschen Zeit und dann passt das auch sehr, sehr gut. Wunderbar. So, ich habe hier noch ein Update zu installieren, können wir auch nochmal machen. Und dann gucken wir mal. Wunderbar. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit dieser neuen Karte. Und ja, langsam wird es was. Es gibt neue Karten. Man weiß sogar, wie man sie findet. Auch das ist immer toll. Und es wird immer besser. Und mir macht der LS19 momentan sehr viel Spaß. Der Patch hat viel dazu beigetragen. Langsam wacht das Spiel auf. Und ja, dementsprechend werden wir noch hoffentlich viel Freude mit ihm haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal beim LS19. Ciao, ciao.